Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Minish Cap. So, dann würde ich sagen, machen wir weiter in Hochebenen von Bele, um zum dritten Schrein zu kommen. Und dank unserer neuen Fähigkeit, die wir jetzt haben, können wir wahrscheinlich... Ja, das können wir. Wir können diesen Felsen zur Seite schieben. Und kommen damit weiter. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Oh, das sieht schon wieder aus wie Geld. Geld? Nein! Glücksfragment. Sehr gut. Au. Jawoll, noch eins. Finde ich sehr gut. Ja, ich sag ja, man muss ein bisschen im Gras jetzt rumgrasen. Oder das Gras abgrasen. Naja, das ist schon. Wir müssen halt jetzt viel suchen. Da finden wir schon ein paar Glücksfragmente. Hallöchen, wer bist denn du? Guten Tag, ich bin Poemon, Dichter von Hyrule. Du bist Link, nicht wahr? Ich bin viel gereist und habe dabei Gedichte geschrieben. Doch jetzt, da ich wieder nach Hause will, ist mir der Heimweg versperrt. Außerdem ist das hübsche Fragment, das ich unterwegs fand, verschwunden. Es ist furchtbar, vielleicht habe ich es im Hotel liegen lassen. Ich werde ein Gedicht über meinen Trauer schreiben. Die Sterne stehen am Himmelsdach, so nah und doch so fern. Weg ist ein halbes Siegel. Ach, ein ganzes hätte ich gern. Heißt das, ich musste das jetzt wiederbringen, oder? Okay. Okay, jetzt werden es wirklich sehr viele Fragmente. Das sieht verdächtig aus. Garantiert. Ach, wir haben schon eine. Okay. Gut, dann lassen wir sie mal weiterschweben. Irgendwie kommt es mir so vor, als wäre eine böse Macht im Schloss. Oder bilde ich mir das nur ein? Hey, Nanu, wer bist du? Du bist Fatih. Wie bist du hierher gelangt? Ah, was tust du da? Was hat er gemacht? Es sind alle anwesend. Der König von Hyrule wird nun uns zu uns sprechen. Ihr alle wisst von dem Forst, das uns die Minish übertragen haben. Ja genau, grenzenlose Zauberkraft-Forst. Auch goldenes Licht genannt. Ich will es haben. Es muss irgendwo in Hyrule sein. Ihr macht euch jetzt alle auf den Weg und sucht das Forst. Trödelt nicht lange rum. Los, sucht das Forst. Wer sich weigert, wird mitsamt seiner Familie eingekerkert. Auf, durchsucht ganz Hyrule bis in seine letzten Winkel. Ich habe so ein komisches Gefühl. Hoffentlich geschieht nichts Schlimmes. Lass uns das Element suchen. Der Karte zufolge sind wir ganz nah dran. Ach, dieser Warte, ey. Jetzt benutzt er den König, um seine Schergen sozusagen suchen zu lassen. Oder seine Gefolgsleute. Oh, das war nie. Ha, damit kann ich schon wieder nicht mehr tragen. Toll. Fragment für eine größere Tasche. Geheime Welt von Tabanta. Achtung, Pegasus-Stiefel nicht vergessen. Ups. Ey, die spielen mit Fell und Bogen. Ich will den Bogen haben. Nee, die geben bloß Geld.
Ei. Ich habe neben meinem Haus eine Bohne gepflanzt, aber sie wächst nicht. Was? Das da? Die hier? Okay. Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Na gut. Dann gehen wir mal schnell hier rein. Au. Geheime Welt von Tabanta. Das ist also die Welt von Tabanta. Was für ein furchter, sumpfiger Ort. Aber dahinter finden wir das Element. Steh hier nicht so rum. Los, Link. Vorwärts, weiter geht's. Puh, zu Fuß kann man den Sumpf offenbar nicht durchqueren. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Okay, ich hätte jetzt gerne irgendetwas, was mich schneller von A nach B bringt, aber nun gut. Südliche Ebene, okay. So, Pegasusstiefel, also denke ich mal, dass wir jetzt zum Schuhmacher können und die Schuhe weg sind. Ja, sind sie. Ah, guck, weg sind sie. Super, wir können weiter. Hi. Ah, oh, bist du vielleicht Link? Der Mensch, für den Melter das Schwert überarbeitet hat. Du beschreitest Abenteuer, um Zelda zu retten, nicht wahr? Toll siehst du aus. Ich würde auch gerne Abenteuer bestehen. Aber ich muss Schlumm bei der Arbeit helfen. Du brauchst Pegasusstiefel. Das trifft dich gut. Wir haben gerade ein paar fertig gemacht. Als Schlumm schlief, aber Schlumm muss den Schuh noch den letzten Schliff geben. Wenn Schlafmütze Schlumm erst einmal eingeschlafen ist, wacht er nicht mehr so schnell auf. Willst du ihn aufwecken, solltest du mal zum Laden der Hexe Sirup gehen. Ihr Laden ist auf der Karte markiert. Wow. Oh, kommt. Ihr klingt nur wegen Dinger, echt jetzt? Wow. Na, vielleicht können wir ja wieder ein paar Herzteile abstauben. Na, nee, lass mal. Oh, was haben wir denn hier? Hi. Oh, hallo. Es ist stets eine Freude. Ich habe verschiedene Sorten Tyro. Du kannst sie in der Flasche mitnehmen, sie bringen dir Glück. Der weiße Tyro bewirkt, dass mehr Glücksfragmente auftauchen. Das macht 100 Rubine. Tut mir leid, du hast keine leere Flasche. Bring nächstes Mal eine mit. Okay. Ich wollte sowieso ein bisschen shoppen. Oh, da ist eine Flasche. Das ist wirklich eine Flasche. Wie komme ich da rein? Okay, ich müsste hier rüber. Okay. Junge Dame, durfte ich Sie bitten? Durfte ich Sie bitten? Danke. Warte. Guck mal hier, umgedreht. Oh, hier ist aber finster. Hi, das duftet ja wunderbar. Na klar, lass uns doch Fragmente vereinen. Die beiden Fragmente passen perfekt. Ich glaube, es gibt sogar noch gelbe Fragmente. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war so. Es gibt noch gelbe. Die rote Münze der Waldmensch gefällt mir. Die blauen Münzen der Stadtmensch gefällt mir. Dann tauscht sie doch. In der Stadt ist richtig was los. Die sind alle so schick hier. Nee. Hi. Die Waldmännisch sind gerade zu Besuch. Ich seh's. Aber hübsch habt ihr's hier oben. Ein bisschen dunkel, aber ey, ist
so an sich voll hübsch. War ja klar, dass ich das nicht kampflos kriege. Au. Ah. Oh. Der ist weggeflogen. Kann ich nichts dafür. Mal ein bisschen Staubwischen hier oben. Huch. Ja, auch der war weg. 10 Muscheln. Badaboom. Gibt's hier noch mehr? Nee, war jetzt komme ich bloß runter. Da sind wir. Nanu, ich könnte schwören, dass da jemand ist. Ist wohl Einbildung. Nanu, also ist da doch jemand. Auf einmal bist du hier hinten. So geht das nicht. Hier einfach reinkommen und mich erschrecken. Bring her, was du kaufen willst. Kaufen, sonst bereust du es später. Ah ja, Kind. Das da ist nicht verkäuflich. In der Flasche ist das Futter für meinen süßen Hund Schnapsu. Wie, du willst die Flasche unbedingt? Was mache ich nur mit dir? Gut, dann geh doch zu meinem Haus und gib dem kleinen Schnapsu sein Futter. Dann schenke ich sie dir, in Ordnung? Ja. Oh, sehr gut. Dann bitteschön und vielen Dank. Hundefutter erhalten. Bring es doch gleich dem Hund. Ich habe mein Haus auf der Karte markiert. Was? Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber gut. Naja, immerhin die zweite Flasche, warum nicht? Ciao. So, okay, dann gehen wir den Hund füttern. Und dann gehen wir zur Hexe. So. Oh, dann müssen wir einmal hier runter. Gab's denn hier jetzt eigentlich auch irgendwie ein besonderes Ereignis? Da unten, ja. Oh. Tingel! Altes Haus, was machst du denn hier? Du willst Fragmente vereinen? Sehr gerne. Na, mit Tingel müssen wir doch vereinen, die Fragmente. Jupp, jupp. Schloss Hyrule? Ja. Ja, sie passen perfekt. Ich habe meinen Brüdern auch ein paar Glücksfragmente gegeben. Wenn du mit den Fragmenten feierst, bekommst du bestimmt was ganz Tolles. Viel Glück, Herr Fee. Wo hatte Tingle eigentlich seinen ersten Auftritt? Oh, was? Das in Majora's Mask? War das Dante? Oder schon in Ocarina of Time? Oh, ich weiß es nicht mehr. Ei. Au. Kann ich hier eigentlich schon mal wieder ein bisschen mehr machen? Nee, noch nicht. Boah, die ackern zwar alle ganz super, aber... Ach, und Fragmente vereinen. Oh, ein blaues. Oh, was das macht, weiß ich nicht. Ich fühle mich so stark. Eisenerz, yeah! Oh, endlich ist es offen. Ich gehe gleich hinein. Cool, da gibt's ja doch Goron. Lon-Lon Farm. Na, aber sorry, aber da müssen wir doch. Also, warte mal, vielleicht wird er hier auch noch. Ja, der hätte auch Lust.
Ah, das ist ein normales, aber das habe ich leider nicht. Ja, entschuldige. Ich kann ja, wenn ich mal Zeit habe, ein bisschen Gras niedermähen, um ein paar Fragmente zu finden. So, gibt's hier was? Ja, das ist bloß die Hütte von den Bären. So, warte mal. Wo ist die Lon-Lon-Farm? Die Lon-Lon-Farm ist, glaube ich, über mir? Halt. Tatsache. Über mir. Oh, okay. Gut. Hä? Warte mal, was ist das denn? Ach so. Ja, aber da komme ich halt nur als Minisch hin. Wir haben ja vorhin noch ein Fragment vereint. Nee, alles Long Long Farm. Oder London. Ah, wie komme ich denn da jetzt hoch? Okay. Vielleicht mit dem Wirbelstab? Nein, auch nicht. Schade. Gut, dann bleibt die Goron-Höhle uns erstmal verwehrt. Diese Tür ist so und der Schlüssel weg. Es gibt zwar noch einen Schlüssel, aber der ist im Haus. Ach, je. Wir wollten doch in die Stadt Long mich verkaufen. Na, dann mache ich euch die Tür mal wieder auf, oder? Mylin? Hieß das Mädchen Mylin? Ganz bezauberndes Mädel. Schlüssel! So viele Zwischenaufgaben. Schlimm. Ich muss noch den Hund füttern. Das darf ich nicht vergessen. Ach nee. Oh, wahrhaftig, der Schlüssel zur Farm. Keine Ahnung, wie du ihn bekommen hast, aber egal. Vielen Dank. Bitte sag uns deinen Namen. Link. Aha, ein guter Name. Wenn du zum Hyrjasee willst, kannst du gerne durch unser Haus gehen. Vielen Dank, Link. Komm bitte wieder mal vorbei. Ja, mache ich jetzt. Die Kuh will bestimmt auch Fragmente fallen. Die sieht ja danach. Die schreit ja förmlich danach. Ah, ich hab das nicht. Doch, ich will schon, aber ich hab nicht dieses Fragment. Ah, okay. So, hier war Hundi, wa? Hyrjasee. Und hier müsste irgendwo das Haus sein mit Schnapp zu. Schnapp zu! Leere Flasche erhalten. Fülle sie mit verschiedenen Dingen. Schnapp zu! Warum kann ich mich jetzt hier klein machen? Ach, Hundi. Mein Herrchen Aya kommt immer so spät nach Hause. Fragmente? Oh, das hab ich. Eine Kiste. Okay, da komme ich bestimmt noch nicht hin. Ich bin schon wieder richtig begeistert, wie das alles funktioniert hat. Na, jetzt habe ich... Nee, sorry. So ein Fragment habe ich nicht mehr. Nee, ich wollte sagen, ich bin richtig begeistert, wie gut das funktioniert hat. Schnell Flasche holen, Schnapp zu oder schnell füttern. Und jetzt bin ich hier. Bestimmt einige Kühe, die Fragmente vereinen wollen. So, jetzt. Direkter Weg. Ohne Umwege.
Ich kann nicht anders. Ach komm. Ach, und im Endeffekt war das sogar richtig. Ja, so sieht es zumindest aus. Oh, hallo. Wer bist denn du? Eine große Fee. Willkommen am Brunnen der Abenteuer. Ich brauche Rubine, viele Rubine. Wirf bitte all deine Rubine in diesen Brunnen. Okay. Echt? Du weißt schon, dass du dann überhaupt keine Rubine mehr hast. Wirfst du all deine Rubine rein? Ja, ich sammle neue. Du bist aber lieb. Ich brauche gar keine Rubine. Weil du so freundlich bist, möchte ich bei deinem Abenteuer helfen. Große Geldbörse. Oh, wie cool. Mögest du erfolgreich sein. Oh, danke. Echt, die große? Jetzt schon? Ich sehe sie nicht mal. Wo kann man denn die Geldbörse erblicken? Guck mal, das ist ein Glücksbeutel, ja. Wir haben ein paar gesammelt. Okay. So. Aber die Hexe wartet noch. Und so eine Hexe aus Zelda, wir kennen es. Nicht ohne irgend so einen Pilz. Ein Schmorchelpilz oder so ein Rotz. Irgendwas will die da wieder haben. Da oben ist doch die Hexe. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist ja lustig. Hä? Ah. Denn irgendwie bin ich auch schon ganz müde. Jetzt ein Wegpilz, dann werden wir wieder hellwach. Was willst du jetzt mit einem Wegpilz? So, guck mal da. Achso, ich muss von... Ah, ich kann von oben rein. Okay, dann sprich Hyliasee. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr so sein sollte, lieben gerne ein Däumchen da lassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ich wünsche euch was. Bye-bye.